So, hallo zusammen, willkommen zum nächsten Video, zum nächsten Offroad-Abenteuer in diesen wunderschönen Rhodopen in Bulgarien. Ja, diese Reise von heute, die geht jetzt Richtung Trigat und von da dann mal links weg, also vor Trigat, links weg, eine Piste hoch. Und ja, ihr werdet sehen, wie das rausgekommen ist. Es erwartet mich eine, ja, unüberwindbare Passage. Ihr werdet sehen. Okay, bis später. Ja, das ist mal ein Brunnen. Der schlägt alle Rekorde. Der ist fast 10 Meter lang. So, unsere Reise geht heute Richtung Trigat. Das ist so ein Tal nach hinten. Wir fahren aber nicht dahin, sondern biegen dann links ab und fahren eine Piste hoch zu einem See. Das war ein Tipp von dem, wo ich jetzt übernachtet habe. Der fährt nämlich jetzt auch dahin oder ist schon weg mit einer Gruppe. Bei diesem Wasserfall geht es links weg an dieser Hütte vorbei und da geht es jetzt 7 Kilometer eine Piste hoch zu einem See. Ja, mal schauen, ob das überhaupt geht. Von den Felsen her musste ich über die erste Kuppe, das ging. Eine Brücke. Oh je, die schaue ich mir zuerst an. So, ihr seht, vor ein paar Jahren wäre ich da noch drüber gebrettert, aber unten hat es zwar riesen Baumstämme, aber oben sind die Bretter zum Teil gebrochen und ja, wenn es nur diese Brücke wäre, ich habe auf der Karte geguckt, da kommen etwa noch 6, 7 andere Brücken und dann war noch ein Jeep da, ein Einheimischen, habe ich den gefragt, der meinte, ja, eine sei ziemlich kaputt, also nichts riskieren, der Vernunft hat gesiegt, ich fahre mit dem Bike die nächsten 7 Kilometer. Ja, auch mit dem Fahrrad macht es Spaß. Zwei Brücken haben wir passiert, eine ist top, die andere ist ja ein bisschen kaputt, aber da hätte man unten durch über den Fluss fahren können, aber dann sind noch die Gebüsche wie hier, die machen zwar nicht groß Kratzer, aber ja, jetzt habe ich das Rad. Ich muss sowieso wieder zurück. Ach herrlich, die Natur ist einfach schön. Und die Hunde haben so natürlich auch mehr Spaß. Oder die Wölfe. Ja, der ganze Weg ist so. Immer. Und ein Wasserfall. Wie schön. Ja, menschliche Spuren gibt es überall. Hä? Da ist ein Kraftwerk, da geht eine dicke, fette Röhre in den Berg hinein. Also da sind früher LKW durchgefahren. Auch hier war irgendwas, weiß jemand, was das ist? Das ist jetzt ja über 100 Meter, immer wieder solche, keine Ahnung, war da früher Wasser drin, eine Fischzucht. Weiter unten habe ich so schmälere gesehen, das ist sicher Fisch, aber so breite. Vielleicht. Noch ein Wasserfall, aber von Menschen gemacht. Warum die da das machen, frage ich mich. Etwas ist abgebrochen. Mal so eine enge Passage. Aber da wäre ich durchgekommen. Ach, ist das schön. Vor allem hat man hier Zeit, nicht so einen Stress, weil Auto kommen, da kann man schön gucken, aussteigen und dann kriegt man ein Gefühl, wie viel Platz ist noch da, wie viel nicht.
So, jetzt sind wir da rechts hoch um die Kurve über die Brücke. Jetzt geht's ein Stück zurück. Ja, das ist geil. Wow. Ja, da mussten sie einen Durchgang machen. Ist das geil. Ja, da hätte ich schon durchgepasst. Den Stein noch weg. Ja. Weil es so schön ist, noch von der anderen Seite bessere Lichtverhältnisse. In der Mitte war noch eine Kuppe. Ja, jetzt wird es richtig schön. Diese Bergstraße, da geht es richtig runter. Das schauen wir uns schnell an. Fantastisch. Ich glaube, darüber müssen wir. So, die ganze Tour ist gute 12 Kilometer. Es ist ein bisschen länger und hier sind wohl die Chips durch. Hier ist ein bisschen näher, fahren wir auch durch. Ja, es geht ein richtiges Stück so steil runter. Mit dem Wohnmobil nicht möglich wegen Bäume, aber mit Jeep sehr gut möglich. Und vorne habe ich so einen halben Platten, aber es geht noch. So, da müssen wir durch. Die zwei haben 4x4, null Probleme. Und für mein Bike ist das auch gut machbar. So, jetzt noch ein bisschen Dreck fahren. Mit Handgas. Geile Strecke. Einärmlige. So, jetzt geht's durch den Wald. Und schaut euch das an. Ach Gott, ist das schön. Ja, und für uns geht es weiter hier durch den Dreck. Mehr Dreck. Ja, jetzt muss ich das Handy immer zücken. Es wird immer schöner. Jetzt sind wir da oben in der Alp und es ist ein Traum. Wirklich schön. Und noch sind wir nicht am Ziel, aber da vorne ist das Ziel, noch 1 Kilometer. Oh Mann, ist das schön. Gehen wir trinken. Hey Lau, gehen wir trinken. So, wir müssen glaube ich da hoch. Da hat es ein paar Häuser. So, wir sind am Ziel. Denke ich. Ja, wo die anderen sind mit ihren Chips, keine Ahnung. Aber wir schauen jetzt uns das an da. Ja, da gibt es mehrere solche Teiche. Aus Metall. Um was? Um, keine Ahnung, zu fischen, oder? Ja, die Angie traut sich nicht, die hat Angst. Die geht außen rum. Ayla ist schon die mutigere. So, bis hierher. Und ab hier ist es kaputt. Was war das mal, du? Vielleicht weiß es eine von euch. So, die nächste. Die geht durch. Und für das sind die Röhren da. Komm, Angie. Die machen Pipi. Also ich gehe mal davon aus, dass das noch hält. Komm, Angie, komm. Du schaffst da. Ja, fein. So, jetzt gehen wir mal da zu diesem Schauthäuschen. Also, da wurde echt ein Paradies geschaffen. Aber ist das ein Fischweiher für Fische? Ich weiß es nicht. Ja, und die Jeeps sind offenbar noch weiter hoch. Muss also noch mal was zu sehen geben. Aber ja, mein Akku ist bald unten.
Da seht ihr den Unterschied. Eine mit Angst, die andere interessiert mich alles nicht. Da, wo der Meister durchgeht, ist es sicher. So, wir gehen jetzt weiter da hoch, solange der Akku reicht. Nachher geht es ja nur runter. Und ich habe schwache Stufe, jetzt muss ich mehr arbeiten. Hello! Hi. How are you? How are you? I miss you! Acht Leute sind in dem Jeep, Wahnsinn! So, da habe ich sie schnell verfolgt. Ja, jetzt geht's wieder runter. So, für uns endet die Reise hier. Ich habe noch 10% Akku. Das heißt, ich kann da nicht mehr da runter, weil keine Ahnung, wo die hingehen. Wir fahren jetzt wieder zurück. Und zwar da runter. Von da sind wir auch gekommen. Ein Jeep ist noch da. Ich dachte, die fahren auch zurück, aber die gehen irgendwo anders hin. So, wir sind nochmal am Teich. Das war früher ein Fischteich, hat sie gesagt. Und jetzt machen wir nochmal eine Pause, eine längere. Und dann nehme ich eine Abkürzung, Wanderweg. Ich hoffe, es geht einigermaßen mit dem Bike. So, von da unten sind wir gekommen, alles da und dann an diesem Waldhang entlang. Aber wir gehen jetzt, da sollte ein Wanderweg sein, aber ich finde ihn gerade nicht. Ich suche ihn jetzt halt mal. Ich denke, da ist er, aber zu Fuß kommt hier keiner hoch. Die sind alle mit dem Jeep. Nirgends Fahrverbot, da hat es ein Zeichen. Ich hoffe, es ist passierbar mit dem Rad, und sonst muss ich absteigen. Also alles sehr anspruchsvoll da mit dem Bike. Ich spare mir zwar 5 Kilometer, aber die Steine hier ist mühsam, aber ja, besser runter als rauf. So, ich habe es geschafft. 5 Kilometer eingespart. Über Stock und Stein, ich bin nass. Unter die Bäume, dann kam wieder Baumstämme im Weg. Aber runter geht eigentlich, ist es gut machbar, aber hoch schwierig. Mit Bike. Ja, dann geht es wieder runter, so 5 Kilometer. Gerade ein Jeep vorbei und wir sind ja hier hochgekommen, aber das hier habe ich voll verpasst. Wieder ein Loch, aber das ist natürlich und eine Höhle. Es hat nur zwei Holzbrücken. Der Einheimische meinte, ja, dass die Brücke hält 30 Tonnen aus. Ja, super. Aber vielleicht nicht alles. Aber hier kann man unten durchfahren. Und zwar hier. Offenbar war die Brücke mal kaputt, dann sind sie da unten durch. So, geschafft! 30 Tonnen, hä? Gut, da unten sind riesen Baumstämme, aber hier ist kaputt. Und dann stützen sich halt auf die Baumstämme durchgehend. Ja, ja, kann schon sein. Aber wenn die so morsch sind wie der hier. Früher sind sie, glaube ich, da durchgefahren. Ja, hier durch. Oh, schön. So, für uns geht es wieder zurück. Ich habe hier gewendet. Ich fahre dann noch ein bisschen das Tal nach hinten und da werde ich dann übernachten. So, hier kommt eine Kuppe und jetzt schauen wir mal, wie viel Platz ich noch habe, wenn ich mittendrin bin. Ja, dank dem kurzen Radstand ist das kein Problem. Es hat noch 10 cm und jetzt geht es aber wieder höher. Perfekt. Hallo. So, wir fahren jetzt weiter. Noch ein bisschen hoch, mal schauen. Diese herrliche Berglandschaft.
Ja, das sieht wieder nach einer Schlucht aus. Ich habe keine Ahnung, ob ich da überhaupt noch hinterkomme. Ist überall dasselbe. Und wenn es nicht geht, muss ich rückwärts da durch. Das hat Platz, das sehe ich an der Kamera. Ach, ist das wieder scheiße. Ja, ganz schön eng. Ich muss da durch. Oh, das war jetzt Nervenkitzel, ich kann es euch sagen. Hey, ich bin im Tunnel gewesen. Auf der anderen Seite waren die Felsen zu tief, schräg zu tief. Keine Chance, nicht mal mit 320. Also, dann musste ich den ganzen Tunnel rückwärts fahren und dann sehe ich die Höhe nicht und ganz langsam und hier sogar noch wenden. Ja, das war jetzt crazy extrem. Hier musste ich wenden. Ein Amerikaner hat mir dann schön die Stanz, der hat das wirklich super gemacht, dass ich da wenden konnte, dass ich nirgends den Alkoffer anschlage. Und jetzt fängt es an zu regnen. Ja, jetzt laufe ich mal durch den Tunnel und zeige euch, wie eng das da auf der anderen Seite ist. Ja, das ist der Tunnel. Da geht's mit der Höhe. Dachte ich, ja, geschafft, ja, super. Und guckt euch das an. Keine Chance. Da ist schon Menge hängen geblieben. Also, da ist vorbei. Ach, wenn ich das gewusst hätte. Riesenschlucht. Und jetzt, ja, halt wieder zurück. Da gibt es schon eine Höhle, Wasserausgang. Ja, manchmal denke ich, Röne, was machst du wieder? Aber ich dachte, das sei eine normale Straße und ja, und da plötzlich wird es immer schlimmer. Und wenn du mal drin bist, es gibt keine Möglichkeit praktisch zum Wenden. Und solange es so ist, würde es ja gehen, aber eben plötzlich eben nicht mehr. Naja, ich bin heile rausgekommen, preis den Herrn. Und jetzt regnet es auch noch Vollgas. Straßen überschwemmt gleich. Ja, jetzt hängen auch die Blätter viel tiefer runter. Aber das ist das kleinste Problem. Lieber so ein Blättlein wie ein Felsen. Hey. Haben. Ich überlege mir wieder ans gleiche Ort zu gehen, weil ich da sowieso vorbeifahre. Weil da habe ich sogar Internet. Gestern habe ich für 5 Euro was gegessen. In der Nacht hatte ich dann den Scheißer einmal. Da ist wieder eng. Ah, da hatte ich plötzlich Bauchschmerzen. Das war so wie eine Rösti. So Kartoffel gebraten. Ganz kleine Stücklein. Ja. Irgendwann gewöhne ich mich an das Essen. Schon zum zweiten Mal jetzt. Also im Moment gibt es 2 Flüsse, im Bach und im Fluss. Ja, so ein Regen hat doch auch was Schönes. So, ich mache hier eine Pause am Fluss und trinke einen Kaffee. Bulgarien, schönes Land, muss ich sagen. Alles so unkompliziert, keine Fahrverbote, du kommst überall hoch mit dem Jeep, interessiert hier keiner. Wieder eine Schlucht. Da fahre ich gleich mal runter. Die Untersetzung drin, damit es langsam runter geht. Ja, muss ich den auch mal Offroad testen.
mich das Ding hinführt. So ein Stausee, kleiner. Naja, viel weit geht es vermutlich nicht mehr. Aber hier hinten könnte ich schlafen. Ohne Internet vermutlich. So, schönen Platz gefunden. Hier kommt eigentlich keiner durch, hat keine Spuren. Da ist ein kleiner Stausee. Hier eine Brücke. 2,5 Tonnen, nichts mit 30 Tonnen. Hier geht es sowieso nicht weiter. Vorbei, also fährt auch niemand da nach hinten. Da bin ich ganz alleine. Vermutlich ist da hinten die Straße kaputt abgerutscht. Ja, genau. Da hört sie auf. Vorbei. So, es regnet. Ich fahre wieder zurück. Ich gehe dahin, wo ich letzte Nacht war, weil da habe ich Internet. Weil es ist erst 3 Uhr. So, nochmal durch den Fluss. Diesmal habe ich aber alles drin, Tiefsperre, alles, weil ich bin fast stecken geblieben. Da hat es so große Steine. Das war wieder ein hammerstarker Tag. Das war Wahnsinn, was da alles wieder gelaufen ist in so kurzer Zeit, was man alles so erleben kann. Kann man aber nur, wenn man sich aufmacht, aus seinem Sessel rauskommt und eben losfährt. Einfach losfährt, ohne viel Gedanken zu machen. Ja, gut, schön wart ihr wieder dabei. Das war's wieder von mir. Und dann ja, bis zum nächsten Video. Und wie immer, Daumen hoch. Tschüss.